Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Pflegeschule nicht wie Förderschule, ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich chill da mit Alten und Kranken und so, denke ich mal. Ist mein erster Schultag erst und so. Wunderschönen guten Tag. Du brauchst dein Handy nicht zu verstecken. Bitte nicht einkassieren, ich brauch's wirklich dringend, bitte. Es tut mir von Herzen leid. Handy vor dir auf dem Boden. Hände dir den Kopf. Die Angst in deinen Augen. Du kannst dein Handy natürlich mitnehmen. Ich mein's auch mit rein. Ich check auf Instagram die ganzen Panda-Baby-Videos. Die sind so süß. Ich bin Jana. Entschuldigen Sie, Frau Jana. Siebener? Na klar, 512er-Version. Komm. Geil. Ich hatte noch nie eine Lehrerin mit mehr als einem Vierer. Ausbildung heißt bei mir, ich mach die Probezeit, hab dann einen Vertrag und scheiß dann drauf. Kassier mein Cash und chill wie ein Maulwurf. Man kann mich ja nicht mehr so einfach rausschmeißen und so. Ist so mein Trick. Auf die Art war ich schon Tischler, in Friseur, in und Kraftfahrzeugmechatroniker, in. Na, guten Morgen. Boris, du kannst dich hinsetzen. Hä? Mit Herr meine ich, wieso ist Mirai in meiner Klasse? Ich muss dazu sagen, ich kenne diese Person. Ihr Name ist Mirai. Sie war auf der gleichen Schule wie ich, paar Stufen unter mir. Und öffentlich würde ich es nicht zugeben, aber ehrlicherweise bin ich seit Jahren in sie verliebt. Das habe ich auch schon oft gesagt. Naja, fast. Hey Boris. Bei dir steht was offen. Nördlich. Fuck, wo war Norden? Da, wo die Sonne auf- oder untergeht? Dein Mund steht offen. Hi, Mirai. Geht doch. Und? Ja? Ja. Und, Am besten frage ich sie, ob sie einen Freund hat. Hast du noch dein verkratztes Fünfer? Ich hab's so oft verkackt. Ich war so froh, Mirai nach der Schule nicht mehr zu sehen, weil ich dann nicht mehr scheißverliebt bin. Und jetzt taucht sie hier auf. Ist das Harry Potter? Ja. Ist gut. Warum? Na, wenn wir immer die Hausaufgaben nicht haben? Hier gibt's Hausaufgaben! Jesus Maria, im Himmel sei uns voller Gnade. Harry Potter war auch mit uns in der Schule. Sie heißt so, weil sie permanent liest, statt was Vernünftiges am Handy zu machen. Wenn man die Hausaufgaben brauchte, war man befreundet. Wenn man eine Party gemacht hat, kannte man sich nicht mehr. Normal halt. Ich sollte sie fragen, ob sie Bock hat, sich mit mir E-Zigaretten anzugucken. Und wie fandet ihr den Unterricht? Ich fand's voll spannend. Es ist halt super cool, dass man Menschen helfen kann. Es bringt natürlich was. Und jetzt hat sogar der letzte Hong verstanden, dass es systemrelevant ist. Ja, voll systemrelevant und so. Also eins habe ich nicht verstanden. Also wenn du im Krankenhaus Kranken helfen willst und du Kindern und ich Alten, warum sind wir dann in einer Klasse? Ha? Was hast du die ganze Stunde gemacht? Überlegt, wie ich Mirai anspreche? Mitgeschrieben? Die generalistische Pflegeausbildung umfasst die Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Generalistisch. Geil. General klingt geil. Wie Panzergeneral.